Hallo und herzlich willkommen zurück bei Airy and the Secret of Seasons. Ich habe an meinem Kaffee genippt. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwas dabei, was ihr schlürfen könnt, gemütlich, während ich hier zwischen den ganzen Folterkammern hin und her hüpfe. Ich habe mir das jetzt eben nochmal hier so angeguckt, das Gebilde, was ich gebaut habe. Bin zu dem Entschluss gekommen, dass dass ich eine Idee habe. Und zwar nicht die. Diese auch nicht, glaube ich. Oder doch? Ich muss gerade mal in mich gehen. Und das hier kommt nämlich auch weg. Obwohl, das bleibt erstmal da. Ich versuche jetzt mal hier durchzuschwimmen. Wenn ich das jetzt hier wegmache, das wäre natürlich Selbstmord. Wenn ich jetzt hier... Okay, ich habe eine Idee. Diese Idee funktioniert aber nicht, wenn das schon so... Ach was. Okay, gut. Wenn ich es will, funktioniert es natürlich nicht mehr. Ich mache jetzt mal das hier weg. Und wir nehmen jetzt mal unser cooles Ding hier. Und schmeißen das da drüben hin. So. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Und jetzt, weil ich glaube nämlich, da kann ich drüber springen. Das ist ein bisschen niedriger. Jetzt machen wir nämlich hier diesen. So, seht ihr das? Und jetzt habe ich natürlich gedacht, ich komme hier drüber. Was irgendwie semi-gut war. Also ich empfand es als wirklich sehr gute Idee. ging irgendwie nicht so gut, aber... Oh, wir können jetzt hier unten lang, sehe ich gerade. Stimmt, wir können jetzt... Ach, wir sind ja jetzt durchgeschlittert. Okay. Scheinbar soll man eh hier unten lang. Würde ich jetzt sagen, hier können... Okay, wir müssen unten lang. Sehr cool. Das, hier die Rätsel, die sind so spielerisch, weiß auch nicht, die sind so spielerisch. Nicht leicht, aber die haben so eine gewisse Leichtigkeit. Aber bei Little Nightmares ist es so, Gott, da habe ich immer voll Angst, wenn irgendwas ist. So, wir haben jetzt hier Wasser, wir müssen jetzt so durchschwimmen. Gott, das Wasser hört aber zu... Gott, war das dumm, ey. Okay, wir machen das jetzt mal anders. Machen wir das vielleicht so? Reicht das schon? Oh. Nee, das reicht natürlich nicht. Muss uns nochmal wehtun ein letztes Mal. Okay, also ich muss es schmeißen wieder. Prima. Okay. Ich kann von einer zur nächsten schwimmen, scheinbar. Och nö. Och ernsthaft. Och wie bescheuert. Ja, jetzt füllt sich das mit Wasser. Ist das bescheuert, ey. Okay. Okay, gut, wir wissen aber diesmal, was wir machen müssen. Das ist schon mal gut. Und zwar müssen wir jetzt hier hochkommen. So, wir müssen hier hochkommen, um dann da hinüber zu gehen. Jetzt machen wir wieder diesen hier. Schwimmen hier hinüber. Machen diesen.
und sind nun hier. Wir machen diesen und sind nun hier. Okay, und jetzt? Wie, das klappt jetzt nicht. Das reicht nicht bis darüber. Das reicht auch nicht, okay. Wenn ich... Fast. Okay. Wenn ich das dagegen schmeiße, dann klappt's. Okay. Toll. Okay, wir müssen noch mal raus. Ich bin zu weit oben gelandet. Ein Stückchen hin. Oh. Okay. Okay, wir sind... Ey, Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Das tut ja schon weh. Oh Gott, ey, bin ich ver... Ach, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon keine Verpeiltheit mehr. Oh Mann, ey, es tut mir leid, dass das jetzt so weitergeht. Wieso geht denn das Wasser jetzt hier nicht an? Ach so, weil ich es noch gar nicht angemacht habe. Oh Mann, ey, da war ein Stückchen, was nicht cool war. Oh, okay. Wir haben ja nichts zu verlieren. Also versuche ich mal so. Okay. Egal. So langsam reicht's mir. So. Das da drüben haben sie auch nur gebaut, damit das einen verwirrt, glaube ich. So. Jetzt versuchen wir das nochmal. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Einfach mal geradeaus zu springen. So, wir haben uns nicht wehgetan. So. Hier. Das hätte man echt sehen können. Bitte speicher. Das wäre sehr cool. Nein? Okay. Dann wird halt nicht gespeichert. Hier müssen wir uns wahrscheinlich wieder irgendwie hochtun. Gehen wir wieder runter. Da kommen wir jetzt nicht. Oh na! Was soll denn das bitte jetzt? Hier. Schauen wir trotzdem. Ha! So. Haben wir das geschafft? Ich bin gerade ein Stückchen vom Mikrofon weggegangen. Endlich, das Spiel speichert. Wunderbar. Eine Kiste zur Belohnung. Machen die das vielleicht extra, dass die hier am Ende von so Dummheitsfehlern so eine Kiste hingestellt haben? So, was haben wir denn jetzt hier alles? Steine? Oh, das sind... Die erinnern mich an Chihiros Reisen ins Zauberland. Haben die hier Steine? Was passiert, wenn ich denn das hier mache? Es regnet einfach nur, okay. Was ist denn bitte das für eine Megatür? Ich mache erstmal jetzt diesen hier und dieses da. Und wir versuchen jetzt das mal. Ja, nee, bringt so erstmal nichts, würde ich sagen. Okay. Ja. Ist scheinbar auch nirgendwo Wasser. Frei!
Wie sollen wir da drüben hinkommen? Das wird doch nichts. Können Sie mir noch erzählen? Das ist okay, wir haben gespeichert. Wir werden jetzt von hier hinten Anlauf nehmen. Nein! Okay, wir hätten es eh nicht geschafft. Deswegen ist das jetzt an sich egal. Wie schafft man das jetzt? Da ist jetzt Wasser. Okay. Fast. Okay, wir müssen das Stückchen weiter nach vorne schmeißen. Okay, die Tote sind wahrscheinlich schon auf 30 angestiegen. Wobei irgendwie seltsamerweise Endgegner-Tote nicht dazu zählen. Wir haben jetzt hier das. Wir machen jetzt diesen hier. Wir machen jetzt, das. Na, läuft das? Läuft, oder? Ich habe keinen Anlauf genommen. Oh, sehr cool. Uiuiui, sag ich mal da. Oh, was ist denn hier los? Das ist alles voll technologisch dann. Hier müssen wir wieder die Herbstkraft machen, weil es Herbst ist. Zufälligerweise irgendeine Teekanne. Oder einen Kristall. Ich würde alles nehmen. Muss man hier echt hoch? Wo muss man hier hin? Von geht's auch überhaupt weiter. Nein! Und. Toll. Sollen wir jetzt wieder rauskommen? Achso. Wir sind jetzt hier ins Wasser gefallen. Irgendwie da hoch, wie gut es da oben ist. Da ist ein Steg, also muss es da auch irgendwo hingehen. Und da das recht linear ist, könnte ich mir vorstellen, dass es da vorne komplett weitergeht, aber hier oben irgendwas noch versteckt ist. Vielleicht gibt es ja wirklich eine Teekanne. Was ist da drüben? Hm. Okay, wir geben es auf. Wir kommen da nicht hin. Vielleicht mit diesem Ding davon. Hier sind Kreuze. Warum sind hier Kreuze? Ach, wir müssen, stimmt, wir mussten ja in diese Kammer, um das Ding zu holen. Stimmt, und jetzt können wir ja da vorne diese, die mächtige Tür aufmachen. So. Hier hinten geht es auf jeden Fall nicht lang. Das haben wir ja schon mal ausprobiert. Da sind wir gestorben. Aber jetzt mal im Ernst. Wie kommen wir da hoch? Und wir gehen mal hier auf das X. Ach was. Ach wie. Ja. Interessant. Cool. Jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir diesen.
Och nö. Jetzt haben wir das Ding dabei. Ach so, es geht trotzdem. Ich habe Angst, was passiert hier? Jetzt müsste es eigentlich eine Abkürzung sein. Zum Anfang. Die haben so Dinger auf dem Kopf. Das heißt, wir kriegen sie nicht tot, oder was? Doch. Okay, als Belohnung nehmen wir erstmal diese Kiste hier mit. Kiste erhalten. So, jetzt geht das mal weiter. Frühling. Wir sind noch im Frühling. Ja, verschiedene Sachen. Ah, wir sind jetzt hier. Oh Gott. Das, oh, das war aber haarscharf hier. Ehrlich gesagt, in welche Richtung mussten wir denn jetzt? Also eine Karte hier drin wäre schon geil, muss ich sagen. Wir kamen von da und müssen nach da. Haut das hin? Das Blöde daran ist, dass wir mit diesem Ding hier nicht da lang gehen können, glaube ich. Also es bringt sich überhaupt nichts. Wow! Standen sehr gut jetzt. Ich glaube, das ist die richtige Seite, wo wir hin müssen. Ja, wir haben das Ding dabei, da passiert nichts. Wir müssen jetzt also hüpfend hier irgendwie vorkommen. Ich glaube, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Sollen das bitte gehen? Ohne Kräfte. Ach so. Oh Gott schön. Wo bin ich denn? Oh. Gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Und jetzt müssen wir garantiert gegen jemanden kämpfen. Nö. Niemand will das. Okay. Wenn das Rund gefahren ist, laufen wir los. Okay. Okay. Wir sind jetzt hier. Können wir einfach hier drüben lang, oder was? Oh, das ist wieder so ein Wipp-Ding. Muss man aufpassen, dass das nicht uns wegwippt. Wippt. Das ist auch Wippi. Kiste. Wippi-Kiste. So. Ja. Nö. Haben wir jetzt hier eigentlich alles eingesammelt? Also, dass wir das alles mit einmal geschafft haben, das ist ja wie im Kurs. Also, erst erscheint es immer recht überfordernd, finde ich. Aber dann funktioniert es doch recht gut. Jetzt machen wir das Ding mal da rein. Gespeichert. Wir haben jetzt einen Ladebildschirm. Was wird jetzt passieren? Ich will immer noch keine Endgegner haben, muss ich sagen. Oh nein. Oh Gott, ich glaube, das wird ganz scheußlich. Ich
Ich mache erstmal, um mich abzureagieren, die ganzen Töpfe hier kaputt. Ich fühle mich äußerst gut, muss ich sagen. Och nein. Jetzt ist der wieder böse. Oh nein. Oh Gott. Das bringt nichts, okay. Oh nein, die Batterie ist leer. Wo ist er hin? Oh, was ist das denn für ein Vieh? Das wird wahrscheinlich ewig dauern jetzt. Hallo? Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich sehe es immer nicht. Oh Gott. Was flippt denn der so aus? Oder sie? Ihr seid ja immer voll böse. Dann können wir es angreifen. Okay. Ach, man kommt noch von oben dran oder was? Das bringt schon mal nichts. Okay, also wenn das jetzt hier wieder übelst lange dauert, dann möchte es wieder so zurecht scheinen, dass es irgendwie passt. Nein, also nicht überleben. Jetzt habe ich es okay.
toll. Wahrscheinlich jetzt ewig. Kann das sein, dass ich hier hoch muss? Überhaupt nicht, soll das sein? Ich würde gerne auf deinen Rücken krabbeln. Ich kann auch nicht in der Luft angreifen. Was soll das? Hä? Vor allem, wenn ich einmal in meinem Leben dieses komische Zieldingsbums daneben benutzen will, funktioniert es nicht. Dass ich jetzt schon alles am Anfang. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Funktioniert echt nicht. Wir sind ja eh gleich tot. Also wir müssen wahrscheinlich da oben mit dem ganzen Zeug aufarbeiten. Soll das eigentlich nur schön. Oh, sehr gut. Ich habe wenigstens noch hier alles. Das ist wirklich sehr schön. Versuchen jetzt mal hier hochzukommen irgendwie. Bin unterwegs. Siege den Herbstgolem. Das ist schön. Thank you.
Okay, also, wir machen jetzt hier doch erstmal Schluss, weil das jetzt ziemlich am Ende war. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich kriege das hier gleich noch gebacken. Ansonsten ist in der nächsten Folge wahrscheinlich etwas geschnitten, weil ich will euch das nicht antun, bis ich da hier irgendwas rausgefunden habe, was ich tun soll. Also scheinbar soll ich nach oben, aber jetzt wäre es halt blöd, das zu schneiden, weil es ist ja schon ein Leidensweg, den man geht. Ja, also wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen und hören uns dann hoffentlich morgen um 10 wieder. Tschüss, wo wir hoffentlich den Endgegner schaffen werden. Auf Wiedersehen!